Das sind die Kongress-News für diese Woche. Sonntag, den 22. August 2021. Die Global Intelligence Unit des Kongress WBN hat ein weiteres Update veröffentlicht, das einen Einblick in die Struktur der sich verschärfenden Krisen auf der Erde und ihre Auswirkungen gibt. Es ist eindeutig, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. Das geht aus einem verheerenden Bericht des Weltklimarates der Vereinten Nationen hervor, der davor warnt, dass viele vom Menschen verursachte Auswirkungen inzwischen unumkehrbar sind. Die Extreme, die wir jetzt erleben, Brände, Überschwemmungen, Dürren und Stürme, werden sich noch verstärken. Experten sind sich einig, dass ohne deutliche Reduktion der Kohlendioxidemissionen die Welt den Kampf gegen den Klimawandel nicht gewinnen kann. Ruft Alarmstufe Rot für die Menschheit aus. Die Vereinten Nationen haben kürzlich einen vernichtenden, 3000-seitigen Bericht über den Klimawandel veröffentlicht, den sie als Alarmstufe Rot für die Menschheit bezeichnen. Der bahnbrechende Bericht wurde vom Weltklimarat der Vereinten Nationen im Anschluss an eine von über 200 Wissenschaftlern durchgeführte Untersuchung erstellt. In diesem Sonderbericht von Congress News berichtet Marlon Jameson, der geschäftsführende Beauftragte von Dr. Woodruff, über die Schwerpunkte des Berichts der Vereinten Nationen und gibt Einblicke in das Wesen der Krise, die den gesamten Planeten erfasst hat. Erkenntnis Nummer 1. Die Menschen sind schuld. Wir möchten 5 Schlussfolgerungen aus den 5 Befunden des Berichts ziehen, die es uns ermöglichen werden, das Wesen der Krise, die die Erde im Griff hat, weiter zu verfolgen. Die erste Erkenntnis aus den Forschungsarbeiten ist, dass der Mensch nun eindeutig für die globale Erwärmung verantwortlich ist. Zuvor hatten die Wissenschaftler andere Faktoren in Betracht gezogen, die dazu beitragen könnten, aber sie fanden heraus, dass unsere Lebensweise für die Erwärmung des Planeten verantwortlich ist. Dies ist eine Aussage des Forschers, die aus den Ergebnissen der Forschung stammt und eindeutig besagt, dass der menschliche Einfluss die Atmosphäre, die Ozeane und das Land erwärmt hat. Einfach ausgedrückt, unsere Lebensweise zerstört den Planeten. Erkenntnis Nummer 2. Ein globaler Temperaturanstieg ist unvermeidlich. Die nächste Erkenntnis, die nächste Schlussfolgerung, zu der sie kam, war, dass der globale Temperaturanstieg nun unvermeidlich ist. Das bedeutet, dass die globalen Temperaturen, unabhängig davon, welche Maßnahmen wir ergreifen und wie drastisch diese ausfallen mögen, noch einige Zeit weiter ansteigen werden, was die Atmosphäre und das Ökosystem, von dem unser Leben abhängt, schwer schädigen wird. Eine Aussage aus dem Bericht besagt, dass selbst die schärfste Senkung der Kohlenstoffemissionen der Abfallprodukte aus der Industrie und aus dem Herstellungsprozess, dass selbst die schärfste Senkung oder Einschnitte die globale Erwärmung von 1,5 Grad Celsius über den Temperaturen, die vor der Industrialisierung der Gesellschaften gemessen wurden, wahrscheinlich nicht mehr verhindern können. 1,5 Grad Celsius hört sich nicht nach viel an, aber gemessen an den Auswirkungen auf die Empfindlichkeit unseres Ökosystems und unserer Umwelt werden die Auswirkungen absolut katastrophal und verheerend sein. Erkenntnis Nummer 3. Es werden mehr Wetterextreme erwartet. Die andere Schlussfolgerung, zu der Sie bei der Betrachtung des Klimas gekommen sind, ist, dass das Wetter jetzt extremer wird. Hier ist eine weitere Aussage. Schwere Hitzewellen, die nur einmal alle 50 Jahre auftraten, kommen jetzt etwa einmal pro Jahrzehnt vor. Tropische Wirbelstürme oder Hurrikane werden stärker und in den meisten Landgebieten fällt in einem Jahr mehr Regen oder Schnee. Schwere Dürren treten 1,7 Mal so häufig auf, was nur eine Momentaufnahme dessen ist, was unser tägliches Leben sein wird. In dem Maße, wie sich die Krise verschärft, wird das Wetter immer katastrophaler werden. Erkenntnis Nummer 4. Beschleunigte Schmelze des Polareis. Eine weitere Erkenntnis der Studie war, dass das arktische Eis, die arktischen Eisschilde, jetzt schneller schmelzen als je zuvor. Sie sind auf dem niedrigsten Stand, den sie in den letzten 1000 Jahren erreicht haben. Und dieses Schmelzen der Eisschilde schafft eine Rückkopplungsschleife, die zur globalen Erwärmung beiträgt. Dies ist eine weitere Aussage aus dem Bericht. Es entsteht eine Rückkopplungsschleife, bei der reflektierendes Eis dunklerem Wasser weicht, das die Sonnenstrahlung absorbiert, was zu einer noch stärkeren Erwärmung führt.
Die Eisschilde hatten die Wirkung, die Sonnenstrahlung auf der Erde wegzureflektieren. Aber mit dem Verschwinden des Eises wird die Sonnenstrahlung nun von dunklerem Wasser absorbiert und trägt tatsächlich zur Erwärmung des Planeten bei. Erkenntnis Nummer 5: Steigender Meeresspiegel. Die andere Erkenntnis aus dem Bericht ist, dass der Meeresspiegel weiter steigen wird, egal was die Menschheit tut. Der Meeresspiegel hat an Geschwindigkeit angenommen. Der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich, da die Eisschilde weiter schmelzen und sich das Meerwasser weiter erwärmt. Und selbst wenn die globale Erwärmung bei 1,5 Grad Celsius gestoppt wird, ist das die Zahl der absoluten Verheerungen. Der durchschnittliche Meeresspiegel würde immer noch um 2 bis 3 Meter und vielleicht noch mehr ansteigen. Ganz gleich, was wir tun, die Meere werden weiter ansteigen. Wenn man sich diese Ergebnisse ansieht, bekommt man das Gespür, dass die Erde eine Grenze überschritten hat, an der es kein Zurück mehr gibt, dass die Dinge immer schlimmer werden, egal was wir tun. Wichtige Umweltsysteme versagen mit noch nie dagewesenen Auswirkungen. Vor ein paar Wochen erschien ein wissenschaftlicher Artikel über den Zusammenbruch der Jetstreams und Golfströme. Jetstreams und Golfströme sind schnell fließende Luft- und Wasserströmungen, die sowohl das Wetter als auch das Leben im Ozean stabilisieren. Und diese Ströme werden schwächer und brechen zusammen. Das führt dazu, dass sich chaotische Prozesse entfalten, sowohl in Bezug auf das Wetter als auch auf die Stabilität der ökologischen Systeme, von denen wir abhängen. Und dann werden wir noch das Phänomen der weltweiten Waldbrände haben. Es scheint, als stünde der ganze Planet in Flammen. Alles brennt. Wir haben massive Brände in den Vereinigten Staaten. Wir alle haben von dem Feuer in Kalifornien gehört. Und auch das Feuer in Oregon verbrennt große Landstriche. Hunderttausende von Hektar Land auf einmal. Aber nicht nur in den Vereinigten Staaten, auch in Griechenland brennt es. Die Türkei steht in Flammen. Italien steht in Flammen. Selbst Sibirien steht in Flammen. Globale Brände, Waldbrände zerstören jetzt große Mengen an Land und tragen zum Problem der Erwärmung des Planeten bei. Problem im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Wie die zunehmende globale Erwärmung, das beschleunigte Abschmelzen von Eisschilden und Gletschern, der steigende Meeresspiegel, der Zusammenbruch von Meeresökosystemen, stärkere Stürme und verheerende Waldbrände haben die Erde an einen Punkt gebracht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Das Wort, das von den Weisen Babylons verwendet wird, ist apokalyptisch. Jeder ist sich bewusst, dass irgendetwas katastrophal falsch läuft. Aber niemand hat die Antworten. Wenn man all diese Sachen zusammennimmt, die Reaktionen der Nationen ansieht, können wir in unseren Worten sagen, die Welt ist jetzt in einem unabwendbaren, tiefen Abstieg nach unten in den Zusammenbruch der Umwelt eingesperrt. Und die Dinge brechen in einer zunehmenden Spirale auseinander. Und das ist das Problemthema des Klimawandels. Der Gott unserer Reise schützt uns. Er wird eine Abgrenzung bereitstellen zwischen dem, was die Erde immer finsterer werden lässt, und er wird uns Licht bereitstellen, indem wir weiter seinen Richtlinien und Anweisungen folgen, während wir ihm hinunter zum Ende der Zeit folgen. Und wir sind von einem Gott abhängig, der souverän über alle Dinge ist, dass er sich weiterhin um alle Eventualitäten, die auf die Erde kommen, kümmert. Daher sind unsere Herzen mit Freude erfüllt, während die Welt finsterer wird. In unserem Kongress verfolgen wir weiterhin die Spuren Gottes, während wir auch ihm selbst nachfolgen, inmitten der sich entfaltenden Krise über die Erde. Schaut nächstes Mal wieder zu, wenn wir den speziellen CWBN Global Intelligence Report über den Weltklimarat der Vereinten Nationen und Gottes Absicht auf der Erde weiter erforschen. Und hier ist das Zitat der Woche. Die Struktur und der Inhalt des Wortes Gottes ist die Startbahn, auf der wir unseren Vorstoß bis zum Ende der Zeit starten. Das waren Kongress News. Für mehr Kongress News besuche Kongress News unter www.cwbn.news oder lade dir die Kongress News App runter oder schalte Canopy Radio oder TV ein.